wieder reinkommen. Guten Tag, Bruno! Rosemarie. Es ist aber schön, dass du zu mir kommst. Setz dich doch. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Sag mal, bist du zum Haarschneiden hier oder zum Tratschen? Ach, da bist du von meinem. Wie sollen wir denn heute die Haare machen? Wirklich, bezaubert, ja, wirklich, sehr schön. Allerdings, deine Kleider ganz zu schweigen. Schlicht, einfach und geschmacklos. Ach, Bruno, sei doch nicht so. Wir sind da jetzt was zusammen. Nee. Du kriegst ja schon graue Haare. Ja, das ist ja auch kein Wunder bei deinem Arbeitstempo. Ach, Jürgen, oh, hallo, Jürgen. Komm, Finger weg. Bitte nimm doch etwas Platz. Ich muss warten, bis die Rosemarie fertig ja, ist. Aber nimm doch mal die Brigitte, die geile Sau. Hm? Ja, kannst du das lesen? Ach ja. Darf ich euch irgendetwas zu trinken bringen? Sektchen, Käffchen, irgendwas? Sektchen. Und ich hätte gerne Kaffee, Bruno, und das geschieht in der Portflasche. Ah ja. Jetzt bin ich aber aufgeregt, du. Und da seht ihr, ich bin graue Haare. Immer wieder schön hier. Oh. Immer wieder ein Erlebnis. Wahnsinn. Klappt das, Bruno? Wenn das ja, noch was. Bitte. Danke. Das ist aber groß krass. Ja, ich trinke immer große Tasse. Bitteschön. Danke. Stößchen. Stößchen. Prost. Ach, ich muss euch was erzählen. Ich hatte gestern so einen Streit mit meiner Frau. Es war so schlimm, ich kann es euch sagen. Ganz schlimm war das. Ach du, aber erzähl doch mal. Es war so schlimm, es ist eskaliert, dass ich am Ende sagte, wenn du stirbst, kriegst du Grabstein mit der Inschrift, hier ruht meine Frau, kalt wie immer. Ach Gott, wie schlimm! Ja, kam aber noch schlimmer. Das sah die nämlich zu mir, und wenn du stirbst, kriegst du Grabstein, auf dem steht, hier ruht mein Mann, endlich steif. Wow! Ja. Stößchen, oder? Moment, ich muss mein Glas holen. Grüß dich. Also, sag mal. Redet sie jetzt eigentlich schon mit dir oder habt ihr immer noch Streit? Ach, Gott sei Dank. Sie redet nochmal mit mir. Oh, schön. Und was denkst du? Halt's Maul, dummer Hund. Bruno? Ja. Du musst mich ganz schön machen. Wie immer. Ja, weil. Dort ein bisschen Arbeit, oder? Ich gebe einen Schönheitswettbewerb her. Ach, guck. Sieht man doch. Ja. Ich will gewinnen. Ja? Schön, ja. Ich habe ja die letzte Woche so viel für mich getan, sogar einen Gott gemacht. Und wenn dir nicht Angst hat, beim Aussehen zu einem besseren Strahle verholfen? Jo, schon, aber warum hast du nochmal abgenommen? Ach, Herr Jürgen, neid ich euch! Also da denke ich wieder, das ist bezaubert. Wirklich bezaubert, weil dein Gesicht, Entschuldigung. Also wirklich. Ich bin ja auch schon über 40. Und habe nur die Probleme, die mir Frauen nachzahlen, so wollen. Du auch, Bruno! Ich auch. Nee, die doch nicht. Die andere mit den kalten Fies. Aber ich habe mir einen Tipp gekriegt, ich sollte mir einen Huhn auf die Fies setzen. Das wird.
sind so wahr, ich kann es euch gar nicht sagen. Mhm. Einwandfrei. Schon sagt mein Mann vorgeschlagen. Naja, da später habe ich dann nur gefragt, wie es ihm so geht. Und? Wie war's? Ah, hat er gesagt. Hör auf mit dem Scheiß. Er hat die ganze Nacht ihr auch so gemacht, wo er das helfen soll. Das blöde Vieh hat nicht gewusst, ob sie es auf die Eier oder auf die Stange setzen soll. Das arme Huf, aber ganz ehrlich, jetzt auch nicht gewusst. Nein, ich rutsch. Jetzt ziehen wir mal die Kette an. Extra für dich neu gekauft. So. Geht das? Ja, gut. So, also, was hat dir denn deine Frau zu Weihnachten geschenkt? Du, die wollten mal Urlaubs schenken. Mit Blümchen Muster. Und da war sie in so eine feine Dessous-Lade. Ja, und da hat sie den Verkäufer gefroht, was die so haben. Sah der, wir haben welche mit Veilchen und mit Röschen und mit Flieder, was nicht dann zu ihrem Mann passt. Und? Was hast du für einen bekommen? Sie hat mir ihn mit Hängegerade geschenkt. Jetzt passt! Aber habt ihr eigentlich auch schon gehört im Winne? Sein Papagei, bei dem sie ja wie Jagdkraft ist. Gottes Willen. Und da ist der Folio ganz durchgedreht. Ja. Und da ist der Winde mit denen bei den Schrödern und Kieren gefahren, um sich halt Rohr zu holen. Naja, der hat halt gesagt, schmeißen wir ins Gefrierfach, nur 4 Stunden ist er durch. Das hat er danach gemacht, hat auch die Deckel noch aufgemacht von der Gefriertruhe. Da hat der Folio drin gehockt und geschwitzt wie Sau. Wieso hat er denn so geschwitzt? Ei, Bruno, die Hinkel vom Wiesenhof sind ja ganz gut, aber bist du doch nicht schön mit von der Mama? Ajo, ah, schon ja auch neulich mit meinem Nachbarn auf der Straße gestanden. Und so ein bisschen geratscht. Doch hat den seine Frage platt. Mach das drin, Kitzt! Da sagt er, weißt du was? Ich glaube, ich kaufe mir doch nur eine Digitalkamera. Da habe ich zu dem gesagt, wieso dann eine Digitalkamera? Ja, da sagt er zu mir, weißt du, in der Werbung steht, beim Kauf einer neuen Digitalkamera nehmen wir ihre alte in Zahlung. Oh, wie gemein! Ja. Oh, Roswald, Jürgen, also jetzt möchte ich noch was erzählen. Oh, ich bin ja gestern in den Zug gefahren, ja. War seit vielen Jahren mal wieder einmal mit Zug gefahren. Und naja, ich bin jetzt so hinten eingestiegen. Naja, auf jeden Fall, da kam mir da die Leute schon rückwärts entgegen. Rückwärts? Ja, rückwärts. Naja gut, ich drück mich da so hinten rein. Naja, auf jeden Fall, da so kommt dann so eine tiefe Stimme aus dem Lautsprecher so, bitte hinten frei machen. Da denke ich, nicht unbedingt sein muss. Naja, gut. Naja, pass auf, geht ja noch weiter. Und dann, auf jeden Fall, dann kommt da wieder diese Stimme aus dem Lautsprecher so, und jetzt kräftig durchdrücken. Na gut, wenn es unbedingt sein muss. Und dann kam
Bitte keine Haufenbilder, denke ich ja, jetzt ist zu spät. Tschüsschen. Tschüsschen. Dann seht ihr, ich trinke graue Ohren. Ja. Ich bin nur letztens Abend im Zug gefahren. Und was war der so voll? Alle Plätze belegt. Oh. Da ist aber auch noch ein ganz junger Schniegemann für mich aufgeschrieben und hat mir seinen Platz angeboten. Och, das ist aber nett. Das gibt's ja heute auch kaum noch, gell? Ja, das stimmt. Ich habe mich auch ganz recht herzlich bei ihm bedankt. Du hast ja gesagt, es wäre ein Kavaliersdelikt, einer Dame den Platz anzubieten. Die meisten Männer täten nur für junge, hübsche Frauen umstehen. So. Für mich? Ja, aber bei dir wird er doch keinen Unterschied gemacht. Ein Jürgen! Neidisch? Ruhig. Also mein Schwager, ja. Der hatte letzte Woche Silberhochzeit. Oh, traumhaft, sag ich euch, traumhaft. Jetzt fährt er mit seiner Frau nach Italien mit einer Rikscha. Oh, wie originell. Oh ja. Oh, du wirst ja. Dich sein wahrer freuen. Das weiß ich nicht, weil über die Alpen wird sie ganz schön ziehen müssen. Und da hat neidisch nachts im Halper einen Schöll angerufen. Sei Klo wäre bestimmt. Sagt meiner, bist du ein bisschen verrückt, es ist halb eh nachts. Sagt Schöll, ist mir doch egal, ich muss auch raus, wenn es irgendwo an der Stadt ringt. Naja, ist halt Hine gefahren. Das Klo war wirklich voll mit Wasser. Hat er in die Tasche gegriffen, der Braus komplett rausgeholt. Hat sie ins Klo geschmissen und sagt zum Schöll, wenn ich neue Frieden nicht besser ist, rief sie nochmal an. Der war oben mit den Doktoren. Der war oben. Mach und schon letztens auch bei so einem. Da habe ich schon gesagt, dass ich so schwerhörig geworden bin. Und das wird immer schlimmer. Ich kann hier sogar mal eine Viertel mehr her. Jo, war das Problem, ich schreibe da so einen Saftruf. Da sage ich, ja jo, wunderbar, kann ich dann wieder besser hören. Sag er, nee, aber dein Vierz wäre lauter. Der Helmut ist hier so ein eingefleischter Junggeselle, das wisst ihr ja, oder? Bisher hat er seine Wäsche noch selber gemacht. Aber dadurch war sie jetzt auch zu faul. Bringt sie jetzt in die Wäscherei. Als er die Sache das erste Mal abgeholt hat, war seine Unterbuchse nicht richtig sauber. Ja, gibt's so ein Mädchen. Hat er mal Zettel dran gemacht. Bitte mehr Waschmittel für die Unterhose benutzen. Ja, genau. Ja, ja. Richtig. Und? Hat's gewirkt? Naja. Wie er so nochmal abgeholt hat, habt ihr einen Zettel an der Wäsche. Bitte mehr Klopapier benutzen. Also Darling, das ist wirklich hinreißend. Ja? Hinreißend, ja. Kann ich gewinnen? Ja, wirklich, du bist fertig. Wunderbar. Fühlt sich komisch an, aber okay. Ja, das ist gut so, das ist gut so. So, Jürgen, dann ja. Zu dir. Wird ihr jetzt auch so schön wie ich? Amen. Also Jürgen, ganz ehrlich, deine gewählte Polyestermatte, die sieht ja aus, als wäre ein schwarzes Feld hier drauf verendet. Naja, aber wie auch immer. Der Bruno lässt die Arbeit ruhen und freut sich auf den Afternoon. Bis dann. Hello! Hallo! Mein Lieber! Schmeißen, Jill, ja?
Also, nur mal so. Ja? Da gehen dann wieder 1500 Euro Fahrt. Ja, ja, schon klar. Hauptschwert. Ja, schön, alles am Platz. Ja, kann nicht jeder so gut auf sich fahren wie du, oder? Das stimmt wohl. Also, jo, genau. Da wollen wir mal die gute Friseur, Teams. Manche. Das war Haspelt. Schön. Schön. Mach doch weiter mit uns. Ich stelle einfach jetzt vor. Stell sie. So. Dabei war die Daniela Dörder. Die Karin Ostgen. Und als mein Lieblingsgesellschaft der Sascha Papino. So, das war ja wirklich klasse gewesen. Ja. Jetzt kannst du das dreifache Maximilau mal ansagen. Mach mal dreifach Maximilau. Alla. Dreifach Maximilau. Hello! 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 Und in der Hallermarsch bitte. Wir sehen uns nächste Woche.